Ja, guten Tag. Hier ist wieder Nicole Fröhlich vom Familienhaus. Und ich möchte in der heutigen Infothek die Trotzphase einfach mit Ihnen besprechen. Ne? Ich denke, jeder, der Kinder hat oder auch Freunde hat, die Kinder haben, hat das schon mal miterlebt. Oft erlebt man es auch beim Einkaufen, ja, dass man einfach Kinder hat, die ja, wütend sind, die stampfen und die einfach schwer erreichbar sind in dem Moment. Und ich möchte einfach kurz so ein bisschen erwähnen, wie können Sie damit besser umgehen und was gibt es eben auch für Möglichkeiten. Ja, die Trotzphase ist ja so im Alter zwischen 2 bis 6 Jahren, tritt das am meisten auf. Da sind die Kinder sehr impulsiv, sie entdecken ihr selbst, lernen Entscheidungen selber zu treffen und das nutzen sie eben auch mal aus, ja. Und genau, wichtig ist es einfach, dass sie in den Wutanfällen in der Trotzphase ruhig bleiben, dass sie die Kinder nicht extrem festhalten oder ne, dass sie sehr wütend werden selber, das hilft dem Kind dann auch nicht mehr, sondern dass sie einfach gucken, dass sie entspannt bleiben, dann geht die Trotzphase auch schneller vorbei, ja, als wenn sie permanent auf das Kind einreden würden oder versuchen würden, dem Kind etwas mitzuteilen oder Entscheidungen oder Regeln dann aufzustellen. Das ist in diesem Moment einfach nicht geeignet. Ja? Was können Sie ihm tun, dass die Wutanfälle sich etwas begrenzen, ne? Dass sie sich nicht so hoch pushen, dass sie sich nicht zuspitzen? Gehen Sie nicht mit Kindern einkaufen, die vielleicht gerade hungrig sind, die sehr impulsiv gerade sind, die vielleicht noch nicht draußen waren oder die eben aber auch sehr müde sind. Ja? Das wäre einfach dann sehr ungeeignet und das würde natürlich dazu führen, dass Kinder dann einfach schneller auch mal genatzen können. Ja? Wichtig ist auch, dass sie im Alltag Rituale einbauen, dass sie im Alltag bestimmte Abläufe haben. Das gibt dem Kind einfach ein bisschen Halt und Sicherheit. Verlässliche Regeln sind sehr wichtig. Ja? Denn wenn ihr Kind weiß, was passiert in dem Moment, ohne auch Ausnahmen eben wieder zu diskutieren, gibt es dem Kind Halt und Sicherheit. Und das Kind wird auch weniger frustrierter sein, weil es weiß, was passiert in dem Moment. Bei Kleinkindern ist es auch hilfreich, dass man, wenn man merkt, oh, jetzt passiert wieder so eine kleine Trotzphase, so ein kleiner Wutausfall wird kommen, dass man Kinder so ein bisschen ablenkt. Dass man sagt, Mensch, guck mal da drüben, der Bagger oder so. Das hilft Kleinkindern einfach, aus der Situation vielleicht einfach rauszukommen, dass es sich gar nicht erst so zuspitzt. Ja? Bei größeren Kindern kann man eben doch schon mal schauen, wie können sie die Wut vielleicht besser ablenken, wie können sie das anders rauslassen. Und da kann man Kinder vielleicht empfehlen, dass sie auf ein Kissen hauen, ja? Dass sie lernen zu zählen. Genau, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, die man da mit Kindern einfach ausprobieren kann, dass sie sich die Wut anders stellen können. Ja? Und wichtig ist einfach zu wissen, jeder erlebt eine Trotzphase, jedes Kind hat diese Phasen und sie gehen auch vorbei.